Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Runde unserer F1 2022 Mega Season. Wir sind hier in Jeddah in Saudi-Arabien, das Rennen, das zweite unserer Mega Season. Letztens waren wir sogar sehr optimal unterwegs. Wir sind in die Top 4, Dritter sind wir geworden, also Dritter in Bahrain. Schaut euch oben rechts gerne das Rennen nochmal an, 6,1 Kilometer und unfassbare 27 Kurven. Dennoch fährt man hier eigentlich ja nur eine 1,30 circa, auch eine sehr flache Strecke, natürlich nah am Meer gelegen, und unser Qualifying war ziemlich erfolgreich. Wir haben es wieder in die Top 10 geschafft. Abonniert den Channel, kein kostenlos, lasst unbedingt gerne ein Däumchen nach oben, dann vor allem schaut gerne auf @Tobi_Gaming auf Instagram und auch gern auf @Tobi für viel vom Land Stuff. Wir sind da fast 11.000 Leute, also folgt da gern rein, und falls ihr von da kommt, natürlich vielen Dank auch. Links wie mal unter der Bio. Und jetzt gucken wir uns hier mal die Startaufstellung an. Und zwar, ja, Lewis Hamilton startet von der Pole Position, dahinter Max Verstappen. Das wird ein sehr Hardcore-Fight werden, wie letztes Jahr schon. Perfekt, Bottas und Perez. Dann haben wir Vettel und Norris, Sainz und Ricciardo, Leclerc und Alonso. Also wir waren jetzt vorne schon Blödsinn. Gasly, wir sind Vettel, Tsunoda. Dann haben wir Ocon auf 13 und Stroll dahinter. Dann Raikkonen und Giovinazzi, beide nicht mehr aktiv in der Formel 1. Oder aktuell jetzt nicht. Russell und Mick. Russell jetzt auch ein Tick weiter vorne. Und Latifi und Mazepin, ja, was soll ich sagen? Latifi hat jetzt nicht stark am Platz gewonnen. Der hat halt auch ein schlechtes Auto, aber trotzdem, auch wenn Albon nach einem Jahr Pause kommt und ihn da einfach wirklich in jedem Rennen besiegt, finde ich das schon ein bisschen, ja, lässt ihn schon ein bisschen anders. Aber jetzt Lights Out, die 5 roten Lichter gehen aus, wir sind das vierte Auto, das echt schlecht weggekommen ist. Und ja, wir haben da direkt die 2 Plätze verloren gegen den Ferrari und gegen den McLaren. Das war jetzt kein optimaler Start, ähnlich wie Joe gestern, vorgestern, und auch Bottas in Bahrain. Das war jetzt nicht optimal, aber ja, wir müssen uns da nach vorn kämpfen. Das ist jetzt nicht eine Strecke, wo man sagen kann, man kann hier nicht wohnen wie Monaco oder so. Es gibt schon, also man hat ja auch gesehen zwischen Leclerc und Verstappen, man kann hier richtig gut überholen. Und mit DRS, das war jetzt nicht optimal. Die Reifen, ich bin jetzt ein bisschen aggro natürlich unterwegs, möchte jetzt viel mehr gut machen, als eher die Reifen noch zulassen oder aktuell noch nicht zulassen. Und das ist natürlich jetzt heißt es eigentlich kühlen Kopf bewahren zu dieser Situation. Man muss jetzt eigentlich dranbleiben, und das habe ich dann auch mich nach ein, zwei Runden gefangen, 25 Runden. Sondern es hier auch schon perfekt rausgekommen. Norris jetzt ganz, ganz nah dran. Der war auch sehr okay, optimal. Optimal, aber er war schon sehr stabil unterwegs, muss man sagen. Also Norris, echt für mich eine Überraschung. Und auch McLaren generell war eine Überraschung des Wochenendes. Falls ihr wissen wollt, was alles im Rennen passiert, meine persönliche Meinung und so weiter, habe ich gestern einen Recap draufgeladen. Schaut da unbedingt gern vorbei. Und wir werden da über jede Szene gesprochen. Und das wird sehr interessant für Leute, die da wirklich... da bleiben wir hängen, ähnlich wie Verstappen. Ja, ich mag auch ehrlich gesagt nicht dieses DRS-Gornern. Also dieser Fight um die DRS-Zone und so weiter, der ist halt hier wirklich gerade auf dieser Strecke sehr, sehr schlimm gewesen. Man hat es auch zwischen Verstappen und Leclerc gesehen. Die haben sich da mit Absicht so richtig verbremst, dass man da die DRS kriegt. Ich habe keine Ahnung, was Verstappens Plan da war, aber dennoch weiß ich nicht genau, ob mir die Zukunft gefällt. Ja, DRS braucht man, sonst kann man gar nicht überholen, aber dennoch, vielleicht eine kleinere DRS-Zone. Man hat viel Überholmanöver gesehen, aber natürlich, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Einer fährt vor, in der nächsten Runde fährt einer wieder zurück und, oder Kurve Anfahrt, 27, bist du vorbei, dann bekommt der Hintermann DRS, weil der Messpunkt echt weit vorne ist, also fast ja bei der Anbremsbereich schon, und ja, dann kommt der nächste wieder vorbei. Das ist ein bisschen dumm gemacht, vielleicht kann man das ändern für nächstes Jahr. Wir sind ja echt knapp an Carlos Sainz Jr. dran, der war auch nicht so, dass man sagen kann, keine übertrieben gute Leistung. Generell steht er seit der ganzen Season schon im Schatten von vom Leclerc ein bisschen, also die sind ja, hoffentlich, er muss sich jetzt echt sputen, sonst ja, bekommt er diesen Nummer 2 Fahrer nicht mehr weg. Also jetzt zweimal hintereinander nur ein zweiter Platz und einmal ein dritter Platz, und auch im Qualifying, also er hat gut ausgesehen anfangs, aber dann kam Leclerc und dann auch noch Perez, und ja, trotzdem, er muss sich echt sputen. Er soll jetzt bloß nicht irgendwie sagen, ja, okay, ich bin eh im besten Auto und so weiter, aber
Er muss sich da echt an die Nase nehmen und mal gucken, dass er hoffentlich bald mal Leclerc schlagen kann. Am besten wäre natürlich Monaco, weil dann sieht man auch, Halleluja, da ist was drin. Aber ich denke mal, ich hoffe auch und ich wünsche noch mal, dass Leclerc Monaco beenden darf. Ich glaube, der hat Monaco noch nie in seinem Leben und noch nie in der Formel 1, seitdem er in der Formel 1 ist, beendet. Und das ist natürlich echt dumm. So, wir kommen jetzt sehr schmuff durch. Ja, nach ein paar Runden bist du dann auch im Flow drin. Ich mag die Strecke sehr, muss ich sagen. Sie ist echt schwierig zu fahren. Wirklich viele, viele Kurven. Auch echt hart. Wir gucken uns hier nochmal den Start-Replay an. Und da, ja, ich habe viel zu spät reagiert. Und dann bin ich auch zu früh, zu schnell aufs Gas gegangen. Dann war Sainz schon, ja, der hat dann direkt zugemacht. Ich konnte ja gar nichts mehr machen. Links wäre ich sogar noch zu Noda gekommen, aber den konnte ich abwehren. Und dann, ja, war schon soweit. Ich hatte da diese orange-rote Wand vor mir. Da kannst du auch nicht so einfach irgendwie reinstechen. Und hier nochmal die Replay vom Start aus. Hamilton gut weggekommen, nach Verstappen. Okay, weggekommen. Perez, glaube ich, ein Ticken besser als Bottas weggekommen. Aber ja, die gehen doch nebeneinander in die erste Kurve rein. Wie auch mit Perez, aber das haben wir Gott sei Dank leicht hier. So, und hier Perez ein bisschen abgeschlagen, muss man sagen. Der kann da jetzt nicht ganz mit der Spitze mithalten. Jetzt, den müssen wir uns gleich mal catchen. So, genau, oh, das war auch sehr smooth. Echt viel Schwung da mit rausgenommen, ähnlich, ja. So, und dann hier rein. Geht noch nicht, hier kann man auch nicht richtig einstechen. Das war die Kurve, wo Latifi geradeaus weitergefahren ist, aber auch Gott sei Dank nichts passiert ist. Kann man auch generell sagen, alle Unfälle und auch diese Bombenanschläge und so weiter. Das Saudi-Arabien-Rennen war bombastisch auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich jedes Wochenende braucht mit so vielen Unfällen und so weiter. Und auch das Ganze drumherum mit diesen ganzen Unruhen und so weiter. Ja, ich wünsche ihnen nichts, also ich würde das auch nicht feiern. Salam. Ich kritisiere das auch echt ganz so offen. Ich mag das auch nicht, dass die da trotzdem gefahren sind. Ich habe mir das Rennen angeguckt, ähnlich wie die Leute, die sagen, oh, ich werde mir die WM nicht angucken, weil so und so viele Leute gestorben sind, werden dann trotzdem die WM gucken. Aber ich finde es trotzdem nicht okay, dass man hier ohne irgendwas gefahren ist. Also man hat einmal gesagt, ja passt, die haben gesagt, die Sicherheit steht nun. Man kann nie sagen, dass zu 100% die Sicherheit steht. Man dachte auch nicht, dass beim ersten freien Training eine Bombe irgendwie auf so Aramco auf diese Raffinerie drauf bombardiert wird. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Doch die, so wie sich ein Motorsport-Weltverband zeigen sollte. So eher so, ja. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Salam. Aber jetzt hier in der achten Runde von 25. Wir sind an der Spitze dran, weil die zugegebenermaßen ein bisschen lasch geworden sind hier. Also da ist keiner so, dass man sagt, oh, ich wäre drüber gekommen. Gott sei Dank keine Track Limits, weil ich dann gleich wieder zurückgefahren bin. Sondern wir jetzt hier, gleiche Stelle wieder, aber ich kann wieder nicht reinstechen. Ich bin so weit, zu weit weg. Eigentlich geht ja nur Kurve 7, Anfahrt Kurve, also 26, Anfahrt 27. Oder dann Start und Ziel. Gucken wir uns mal an. Hier, ich fahre teilweise eine andere Linie, um hier an Perez dran zu kommen. Und hier viel mehr Schwung mit rausgenommen mit meiner Linie. Hier schön dran gesaugt. Das könnte was werden. Zu 24 hin. Einmal rechts rausgezupft. Das geht nicht. Und dann wieder links rausgezupft. Und jetzt fahren wir da schon neben ihn. Geht sich aber noch nicht aus. Der schießt uns auch vor Sorte. Der Mann, der ist ein Psychopath. Dieser Perez ist ein Psychopath, Leute. Ja, das ist auch ziemlich cool hier. Man hat hier eigentlich nur die eine Straße und rechts, ja, so eine Begleitstraße und dann noch so eine Promenade. Und das war's dann eigentlich. Ist auch teilweise geschüttet worden, alles neu. Letztes Jahr. War ja sehr knapp, dass es überhaupt alles fertig wird. Trotzdem, die Strecke bombastisch. Also, die ist echt schön geworden. Aber, ja, das sind halt diese modernen Strecken, die, ja, eigentlich nur drin sind, weil man sich da reingekauft hat. Und, ja, wo eigentlich die Formel 1 nicht richtig gefeiert wird. Also, man sieht zwar, ja, ein paar Leute auf den Rängen, aber jetzt nichts, die Stimmung ist nicht so wie in Monza oder, keine Ahnung, in Belgien oder so, wo die Leute zu Tausenden dort sind und das Fern, hier sind die Karten wahrscheinlich so teuer wie ein Monatslohn oder teilweise von einem normalen Arbeiter ein Jahreslohn. Und das weiß ich nicht, ob das ob
ob das sein muss, dass man dann in so einem Land fährt, wo eigentlich die Motorsportkultur nicht so gefeiert wird. China sage ich okay, weil es gibt auch einen chinesischen Fahrer. Bottas geht in die Box und probiert den Undercut und jetzt kommt einfach Perez mal wieder zurück, den wir gerade so smooth in der letzten Kurve geholt haben. Und jetzt hier auch an der Spitze gibt es einen fetten Fight für Verstappen und Hamilton, Halleluja. Ich glaube, Hamilton hat sich da durchsetzen können. Ja, Verstappen im Game ein bisschen fairer wie in Wirklichkeit letztes Jahr. So, jetzt ist Verstappen wieder vorbei. Das ist ein Hin und Her und ich weiß nicht, wo ich reinstechen kann, weil sich die zwei da echt nicht schenken und die werden jetzt auch nicht sehr erfreut sein, dass ich hier dran komme. So, Verstappen hat sich hier durchsetzen können. Hamilton mit DS, aber er biegt in die Box ab. Jetzt gehen wir mit einem Reifen an Hamilton vorbei und haben ihn hier bei der Boxeneinfahrt. Wir sind Vettel, also wir haben das in China auch schon mal gemacht. Vettel-like haben wir in der Boxeneinfahrt überholt. Ich fahre das so stark, das Überholmanöver, und komme wirklich ganz, ganz knapp vor Hamilton raus. Ich weiß nicht genau, warum er so langsam da reingefahren ist, wenn es auch schneller geht. Und hier kommen wir auch auf den Bottas auch vorbei, oder? Bottas, das wird sehr knapp. Aber wir sind vor Bottas draußen. Ach, er hat Hamilton undercutet. Das kann auf jeden Fall was werden. Gucken wir uns jetzt hier mal an. Wir kommen jetzt wieder über die Ziellinie. Hamilton ist jetzt hinter uns und Verstappen hinter Hamilton. Also hat da Bottas wirklich Hamilton wieder vorbeigelassen. Das ist natürlich eine interessante Sache. Aber alle in einer Sekunde drinnen. Alle in einem Sekundenfenster. Und jetzt wird es sehr spannend werden, wer sich da durchsetzen kann von den Vieren. Ja, nein, sagen wir hier von den Dreien, weil Perez ist sehr weit abgeschlagen. Auch Bottas mit Weiß. Eine komplett andere Strategie wie die anderen. Ich hoffe, wir können mit Gelb durchfahren. Aber ich denke mir, wir sind 11. Runde oder 12. sind wir reingekommen. Und ja, wenn wir 12 Runden mit Rot fahren können, dann können wir auch 10 Runden oder 11 Runden mit Gelb fahren. Weil die Gelben sollten doch einen Ticken mehr halten. Mich verwundert es auch ein bisschen, dass sich Mercedes am Sonntag, also bei Hamilton, wo man ja den Stop ein bisschen ja, mit dem Timing verkackt hat, dass man sich da nicht entschieden hat, Rot drauf zu hauen. Also mit Rot wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen. Aber ich denke mal auch, vielleicht hat er gar keinen roten Reifen mehr gehabt. Wir sind in der letzten Kurve, Leute. Und haben es wirklich geschafft. Wir haben ordentlich an Zeit verloren an Verstappen jetzt. Aber das ist noch nicht gegessen bei den beiden. Noch nicht gegessen. Doch, ist gegessen. Doch. Leute, wir gewinnen den großen Preis von Saudi-Arabien in unserer F1 2022 Mega-Season. Was für ein Rennen. Was für ein Rennen, zwar wir sind Fahrer des Tages geworden. Der Start war jetzt nicht optimal, aber was dann geschah, war einfach toll, wirklich. Auch auf die Runden aufgeteilt. Wir konnten immer schön nachher wieder dran fahren. Wir waren jetzt nicht immer hundertprozentig dran. Aber auch so Runden gemessen waren wir eigentlich echt stark. Das war echt ein tolles Rennen, hat mega Spaß gemacht. Und ja, mehr so Rennen. Nächstes Mal Australien, also wieder komplett anders. Ich glaube, das Rennen ist ja schon um 7 Uhr der Start. Das heißt, wir haben dann wieder eine komplett andere Zeit in 2 Wochen. Ich bin da wirklich auch mega gespannt. Der Orbit Park, nach 2 Jahren Pause geht es endlich wieder dorthin. Gab auch ein paar Änderungen. Und die werden wir natürlich alle auf meinem TikTok-Account auch am Donnerstag vor oder Mittwoch-Donnerstag davor werden wir alle in den 5 Fakten drauf eingehen nochmal. Da schießen wir uns auf die Strecke drauf ein, natürlich auch mit einer Hotlap, also schaut da gerne vorbei und schreibt gerne in die Kommentare, mit welchem Team wir in unserer nächsten Hotlap fahren sollen. Eigentlich habe ich es immer so geplant mit dem Gewinner vom letzten Team, also wäre der Red Bull dran. Und schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert gerne den Channel, Leute, kostenlos. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. 40 Minuten hat das Rennen gedauert. Das war echt ein sehr, sehr langes Rennen. Und ja, wir sind da ganz vorne, auch in der WM nicht ganz vorne, weil wir die schnellste Rennrunde beim ersten Mal nicht geholt haben. Also abonniert gerne den Channel, Leute. Wir Stroll leider nicht in den Punkten. Das ärgert mich ein bisschen, weil da wäre mehr drin gewesen. Schaut gerne auf Instagram vorbei, auf AT-Gaming und auch gerne auf It's-Tobi. Wie gesagt, versprochen, jeden Tag 3 bis 5 neue TikToks. Also da kommt wirklich vieles zusammen. Links wie mal unten in der Bio. Und dieser Rutscher hier, der war ein bisschen, wir haben mir auch nicht geheuer. Abonniert den Channel gern kostenlos. Macht gerne Däumchen unten. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen und ciao in der Mega-Season und morgen auf TikTok oder hier auf YouTube.